Hallihallo und guten Tag. Meine Lieben, in meiner Facebook-Gruppe haben wir ein bisschen drüber diskutiert, beziehungsweise kam irgendwo mal ein Kommentar, oh, wenn du die neuen Produkte kriegst, weil wir Demonstratoren können ja in der Vororder schon einen kleinen Teil der neuen Produkte bestellen, dann mach doch mal ein Unboxing-Video. Habe ich noch nie gemacht, finde ich relativ witzig, hier einen Karton stehen zu haben. Und von daher mache ich super gerne. Ich habe endlich mein Paket heute bekommen. Hat ein bisschen länger gedauert, voll doof, aber jetzt kann ich es auspacken mit euch zusammen. Ich habe schon mal geöffnet und habe es mir aber noch nicht angeguckt. Ich habe nur das Plastik rausgenommen, den Lieferschein rausgenommen und es gleich auf den Tisch gestellt. Ich gucke mir das mal mit euch zusammen an und danach, es ist noch nicht so super spät, werde ich noch ein bisschen spielen gehen. Okay, also ich habe mir nochmal nachbestellt das DSP Holzdekor. Das hatte ich euch schon vorgestellt. Ich habe da bei meinem Teammeeting einiges mitgemacht, habe einiges verbraucht und deswegen habe ich mir den nochmal nachbestellt. Den brauche ich also nicht weiter vorstellen. Das sind die Thinlits liebevolle Worte. Gucken wir uns das mal an. Hier liegt übrigens, sehe ich gerade, noch ein Katalog mit bei. Den lege ich gerade mal beiseite. Also, Thinlits liebevolle Worte. Komm da raus. Los. Das kann gleich weg. Das werde ich gleich umpacken in meine Hüllen mit den Magneten. Ah, das sind die. Okay. Die Thinlits liebevolle Worte, das ist einmal ein Herz mit Danke. Einmal ein Oval mit Beste, zum Beispiel beste Mutter oder beste Freundin. Und einmal, kann ich nicht lesen, ich müsste jetzt nachgucken, Hurra, das ist Hurra. Ah ja, stimmt, das ist das Wort Hurra als Kreis. Da habe ich schon Projekte mit gesehen und das werde ich euch in Bälde vorstellen. Da kann man ganz tolle Sachen mitmachen, weil diese Sprüche sind an den Framelits angebracht und so kriegt man eine Stanzung raus. Kann aber auch, wenn man nur das haben will, das hier auch rausschneiden und dann noch ein bisschen anders mitspielen. Denke ich mir zumindest, würde ich jetzt mal sagen, wenn ich mir das Framelit so angucke. Aber ich muss damit spielen gehen und dann kann ich euch das etwas genauer zeigen. So, das waren einmal die. Dann habe ich hier Happy Birthday, da freue ich mich drauf. Weil auch da habe ich im Katalog schon was mitgesehen und habe da auch gleich Ideen zu gehabt. Ich persönlich mag ja die englischen Stempelsets nicht so richtig gerne, weil ich habe nicht die Gelegenheit, die zu verschenken. Als Stempelset nimmt man halt, oder als Stempelspruch nimmt man halt in aller Regel dann Deutsch. Aber Happy Birthday ist, glaube ich, weltweit annehmbar und verständlich. Und das hier ist nämlich so ein schöner, großer Spruch. Mal eben gucken, wie groß ist der. Ich sag euch mal die Zentimeter. Der ist 7 cm hoch und an breitester Stelle 8 cm breit. Und ich habe schon, ich weiß gar nicht, ob es im Katalog war oder ob ich irgendwo ein Projekt damit schon gesehen. Ich glaube, ich habe ein Projekt gesehen auf der Demo-Seite oder so. Da ist das in einer Farbe ausgestanzt worden, in Schwarz nochmal ausgestanzt worden, ganz leicht versetzt worden, sodass es einen Schatten gibt. Sieht total mega aus. Da freue ich mich sehr drüber. Dann habe ich mir bestellt die In-Color-Farben, nämlich in einem großen Paket. Also je Farbe ein Paket Farbkarton. Das brauche ich natürlich. Und ich habe mir jede Menge Stempelsets bestellt. Einmal das Gastgeberin-Set Background Bits. Da freue ich mich sehr, sehr, sehr drauf. Insbesondere auf diesen Stempel, auf diesen Hintergrundstempel mit der Schrift. Aber auch das hier finde ich schön. Die Bordüre ist toll. So kleine Blumen kann man immer nehmen. Okay, thank you. You're always so thoughtful. Naja, muss auch nicht sein. Die Blumen finde ich auch ganz schön. Also bis auf die beiden Sprüche finde ich das sensationell. Deswegen habe ich es mir auch gleich schon mitbestellt. Da muss ich ein bisschen mit ausprobieren, was man so Schönes mitmachen kann. Dann, wie zu Hause,
Da gehören eigentlich Framelits dazu, die aber leider schon in der Nachbestellung sind für uns Demos, was ich total doof fand. Aber ich hoffe, die kommen bald. Das ist halt schon ein bisschen weihnachtlich, aber also hier mit dem Kranz und dem Ilix-Kranz und irgendwo hatte ich doch noch. Achso, und hier den geschmückten Busch, den man so vor die Tür stellen kann. Aber es sind halt auch hier mit Kürbissen, da kann man dann ja quasi zu Halloween oder zum Herbst was machen. Man hat hier ein Windlicht, ein Geschenk, passt eigentlich auch immer. Hier sind Sprüche drin für Weihnachten, aber auch zum Einzug, zum Geburtstag, Überraschung. Ich bin zu Hause, wenn ich bei dir bin. Das ist jetzt eher ein schöner Spruch. Man hat hier so ein kleines, das sieht so ein bisschen aus wie ein Brett. Das kann man mit Sicherheit hier gut vorlegen und vielleicht oder wie so anhängen. Hier hat man noch so Bindfaden, da kann man das, das passt von der Größe her, das kann man anhängen und kann hier einen 3D-Effekt reinbringen und beispielsweise zum Einzug jemandem ganz speziell per Namen gratulieren. Also ich glaube, dieses Set ist sehr vielseitig. Ich habe gesehen, das Thinnet dazu ist, glaube ich, so gemacht, dass man die Tür öffnen kann, der Rahmen aber stehen bleibt. Muss ich mir angucken. Habe ich, wie gesagt, jetzt leider noch nicht mitbekommen, aber ich hoffe, das kommt jetzt im Laufe der nächsten Tage. Und da bin ich sehr gespannt drauf. Schauen wir mal. Dann habe ich beste Grüße. Ich ganz persönlich habe mir das eigentlich nur bestellt, weil hier so schöne große Sprüche mit drin sind. Da muss ich ein bisschen mit arbeiten und mal gucken, was ich daraus machen kann. Ich fand das sehr interessant. Ich muss mal gucken. Das ist wahrscheinlich auch so ein Set, weil es halt so ein Sprüche-Set ist mit so Kleinigkeiten noch dabei, wo man einfach mit arbeiten muss, um sehen zu können, finde ich das so richtig toll und mega oder ist das so lala. Aber ausprobieren werde ich es. Da bin ich schon super gespannt drauf. Das ist auch ein Gastgeberin-Set Tranquil Tulips. Ich weiß nicht, wie das erste Wort ausgesprochen wird. Ist auch noch egal. Das ist so ein Wasser, Watercolor. Wie nennt man das? Aquarell. Aquarelleffekt mit Tulpen und Stängeln und Blättern. Und das sieht bestimmt mega aus. Da werde ich auf jeden Fall bald mitspielen. Ist zwar, wie gesagt, ein Gastgeberinnen-Set, aber das ist ja noch egal. Aber da konnte ich nicht widerstehen, mir das mitzubestellen. Alles liebe Geburtstagskind. Geburtstag haben wir immer jede Menge. Ich finde das insofern schön. Hier sind geschwungene Schriften drin, aber nicht zu geschwungen. Das ist so ein kleiner Schnörkel dran. Finde ich super. Hier ist das Etikett, was die Handstanze, die uns ja im Katalog erhalten bleibt, nochmal als Stempel hinterlegt. Diese beiden, Entschuldigung, diese beiden Luftballons passen in die Luftballonstanze. Und man hat natürlich viele Sprüche und Blumen gehen auch immer. Und das fand ich ganz süß, weil das so kleine Blumen und kleine Blätter sind. Ich muss mal gucken, auch da muss ich mitspielen. Es ist halt ein neues Spielzeug, muss man mitspielen. Und hier war ich echt hin und her gerissen, ob ich mir das überhaupt bestelle. Das nennt sich Dies und Das. Und das Erste, was mir ins Auge gefallen ist bei diesem Set, ist dieser komische Dinosaurier und dieser komische Bär, wo ich gedacht habe, okay, brauche ich nicht. Aber dann habe ich nochmal etwas genauer hingeguckt und habe gedacht, ah, ist ja doch ganz schön, dieses Post für dich. Und das mit dem Fotoapparat, da sind mir auch ein, zwei Ideen eingefallen. Genieß den Tag und neues Spielzeug, ich muss mitspielen, mal gucken. Vielleicht fällt mir ja sowas, sogar was zu diesem komischen kindergezeichneten Dino ein. Ich weiß es nicht. Gucken wir mal. Und Bleistift ist hier auch noch. Das kann man immer gut brauchen. So, dann habe ich in meinem Paket drin die, wie nennt das, fein gewebtes Geschenkband, Breite 1,3 cm. Das heißt 1/2 Inch. In den neuen In-Color.
Band, gerade so breites Band, finde ich toll, weil man kann super Übergänge bei Karten abdecken, wenn man zwei Farben hat und da diese Kante abdecken möchte. Und dafür finde ich die breiten Bänder immer toll. Und es ist schön weich, es ist halt fein gewebt und halt in den neuen In-Color, das musste sein. Das nützt ja nichts. Was ich mir nochmal mitbestellt habe, weil ich mich so rein verliebt habe, ist das DSP, das ich euch auch schon vorgestellt habe, Gänseblümchen. Da musste ich gleich einen zweiten Packen von haben, weil ich habe echt schon viel verbraucht und viel verschenkt. Und jetzt habe ich kaum noch was gehabt und habe gedacht, okay, dann muss ich mir das nochmal bestellen. Das nützt ja nichts. Und ich habe mir noch ein DSP bestellt und zwar ist das Muster und Motive. Das kann ich euch nochmal eben zeigen. So, eben aufmachen. So. Das gehört, einen Moment, so ein bisschen hier mit zu, weil da kommt diese Kamera wieder. Ich weiß gar nicht, ob der Dino auch dabei ist. So, mal eben gucken, was wir hier so haben. Da ist der Bär und wahrscheinlich auch irgendwo der Dino dann mit drauf. Ist halt ein bisschen, da ist der Dino, der auch die anderen Dinos sind nicht so, naja, okay, man kann nicht alles haben, aber dafür ist die Rückseite total schön. Also ganz oft ist es so, dass für mich ganz persönlich die Vorderseiten, entweder mag ich es nicht von der Farbgestaltung her oder wie hier, die Motive ist einfach nichts, was ich benutzen kann, aber die Rückseite ist dann toll, auch wunderbar. Hier haben wir schwarz. Oh, das mit den Stiften und der Staffelei, das finde ich jetzt wieder witzig. Da fällt mir auch glatt was zu ein, was... Ach, ganz hervorragend. Oh, das kann ich gut gebrauchen. Was haben wir hier noch? Pilze. Rückseite ist toll. Hm? Oh, die finde ich auch schön, die Rückseite hier. Aber die Vorderseite ist auch schön. Hm. Gestreift, Rückseite und das mit den Fotoapparaten. Das glaube ich, mit den Fotoapparaten könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen, wenn man im Scrapbook-Bereich irgendwas macht. Mache ich jetzt persönlich selber nicht. Aber für diejenigen, die es machen, die können das mit Sicherheit super gut gebrauchen. Ich finde die Rückseite schön. Aber alles gut. So ist das mit den Papieren. Das ist halt Geschmackssache. So, und das war mein Unboxing, mein erstes. Und jetzt ist die Box alle. Mehr war da nicht drin, so ein Mist. Aber der 1. Juni kommt ja. Der neue Katalog ist schon da. Und auch ich warte jetzt ganz gespannt auf den 1. Juni, sodass ich mir meine neuen Schätze dann bestellen kann. Für euch, die ihr schon einen Katalog habt, hoffe ich, ihr hattet schönes Stöbern, habt viele, viele Lieblinge gefunden. Und für diejenigen, die noch keinen neuen Katalog haben, aber diesen haben möchten, ich zeige euch den nochmal, war ja mit im Paket drin. Ihr könnt mir sehr gerne über meine Homepage, die ich euch mal eben einblende, www.die-papiertante-nf.de, eine E-Mail schreiben und ich schicke euch einen neuen Katalog zu, zum Stöbern und Streicheln und drin rumschmökern und kleine Klebezettel reinkleben für die ganzen Schätze. Und ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Das wird dann wieder ein Projektvideo. Ich bin nämlich gerade schon am Vorbereiten. Alles klar, bis dahin. Ciao, ciao.